steht auf dem Feld! Der steht auf dem Feld! Auf dem Feld! Mein Gott! Und dann? Sag einmal, wie magst du denn für so einen Schmarrn hergeben? Also, mich brauchst du erst gar nicht fragen, ich tue da fein nicht mit. Alter, das ist ein uraltes Wilderer-Drama, also Kultur. Da verstehst du nichts davon, Alter. Ja, aber das verstehe ich schon, dass du für einen feschen Wildschütz nicht mehr die richtige Figur hast. Willst du da vielleicht etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen? Ha? Richtig, du bist zu alt. Was? Genau, Papa. Lass doch mich den Gussel spulen. Es glaubt doch kein Mensch mehr, dass du noch auf die Feisen rumkraxelst. Die kriegen doch alle einen Lachkrampf. Die möchte Schenke bei mir einen Lachkrampf kriegt, ne? Und du weißt schon gut, denen werden die Augen noch übergehen. Da brauchst du nicht lachen und lern du mal die Rollen, ne? Also weißt, das ist doch alles ein hirnrissiger Kass. Da zieht der Zucker aus. Was? Schau, was da drin steht. Ja? Dahin gemeuchelt, schmort er in seinem eigenen Blute. Hm? Also sei mir nicht besser. Das verstehst du nicht, Bub. Das ist Kultur. Ach so. Ach, was seid ihr zwei doch für Kunstbanausen? Ja. Geh steht auf wie auf dem Fels. Es ist der nicht zu fassen. Hm? Den Satz hör jetzt schon den ganzen Vormittag. Ein Mensch verraten, warum ich das alte Murtel spulen muss und die Lene die junge Fefi, hä? Ganz einfach, weil ich die Rollen nach den künstlerischen Fähigkeiten besetzt habe. Ende der Debatte. Tja, dass ich nicht lache, das darf ich wohl wirklich nicht wahr sein. Die Lene mit ihren alten Kopf, gell? Die spult das junge Feferl und ich in meiner erblühenden jugendlichen Schönheit, die alte Murtel, da fällt's doch wo. Erdi, reg dich doch nicht auf. Schau her, ich muss ja auch das alte, gramgebeugte Vaterl spulen. Und der Papa, der spult den jungen, kraftstrotzenden Gustl. Euer, du machst dich lächerlich. Ja. Du, Peter? Ja. Pass auf, ja. Der ist jetzt das in dieser Szenze. Ja. Also, da steht, nimm mich noch einmal in deine starken Arme, bevor du hinaufsteigest in die finstere Wand. Ist jetzt da ein Kuss vorgesehen oder nicht? Das kannst du halten, wie sie wollen. Gut. Mhm. Und wer spielt meinen Geliebten? Ich. Du? Na, dann lass mir das lieber mit dem Bus. Es geht auf die Felsenwand! Auf die felsige Wand! Also, Papa, wenn du schon über den ersten Satz nicht hinauskommst, da hast du keine schauspielerische Karriere, das sag ich dir gleich. Aber ich finde, ich denke das. Für mich ist natürlich keine Rolle in diesem Wilderer-Drama. Weil in einem Wilderer-Drama kein Preuße vorgesehen ist, weil damals waren Preußen in Bayern noch nicht erlaubt. Der steht auf die Wand. Auf dem Feld. Auf dem Feld steht auf. Ach, wie ich Sie kenne, schreiben Sie mir doch da locker eine preußische Rolle rein, oder? Was? Also, warst du überhaupt keine Lust mit zum Spulen, wenn der Toni nicht dabei ist? Und außerdem, warum muss ich die depperte Zinze spielen und nicht die Gerdi? Ich mein, die braucht sie wenigstens nicht verstehen, oder? Oh. Also, das ist ja wohl wirklich eine Unverschämtheit. Soll das vielleicht heißen, dass ich depper bin, hä? Opa, ich möchte die Fefi spielen und der Toni den Gustl, sonst mag ich nicht. Nein, die Fefi spiel ich. Und ich spiel den Gustl, gestern auf wie auf dem Was? Tisch. Auf dem das darf doch nicht wahr sein. Also, Papa, eins sag ich dir. Hm? Bei dieser Rollenbesetzung, da meine ich, hast du ein paar Knöpfe gebracht, hä? Hm? Ja, das sind nicht seine ersten und seine letzten Knöpfe im Leben. Sag einmal, du Stangl, Opa. Ja. Was hast du denn da, Ding?
dass ich den preußischen Kommissar spielen soll. Ach, lass mir doch mal hinkeln, mein Frieden. Ein Preußen, aber sagt's denn, meine Rolle, liest vor. Ja, warte mal, wie geschwollen, dass der daherredet. Du folgest mir nun auf der Stelle zum Revier. Ich werde dich lehren, nachts das scheue Gamserl zu jagen. Was? Meine Rolle ist doch klar, spiele ich. Ja, Moment, wo spielt er nie? Jetzt hättest du mal auf, sonst wird bei mir in meinem Stachel überhaupt nicht mehr gespielt. Ach, wie schön. Die ganze Familie versammelt. Du, Opa, hast du für mich auch rein? Oh, die hab ich vergessen. Papa, vielleicht kannst du so ein Urgroßvater noch einbauen für den Steffel. Okay, jetzt fangst du noch an. Aber die Ehre beieinander. Postkarten, Headshot machen und die Brüche. Zu mir? Nein, eigentlich nicht. Für die Tante Leni habe ich ein Backe. Was? Ach, das ist mein zart himmelblaues Dirndl, ja. Für die Rolle, für die Fifi, ja. Ja, du Tante Leni, habt ihr eigentlich einen Maskenbildner oder einen Stuckateur? Sag mal, Steingl, hast du für mich nicht auch so eine Rolle, so als Kurier des Zaren oder irgend so was Ähnliches? In dem Drama ist nur ein Depp nicht mehr gestattet. Der steht auf, auf dem Fels! Auf dem Fels, Mann! Auf! Zeit nochmal rein! Kommt jetzt den Satz immer noch nicht, ha? Also, der ist im Stand und schmeißt uns die ganze Aufführung. Also, was ist, hast du jetzt eine Rolle für mich? Gestern! Aber Erich, du spielst doch nur noch eine Rolle. Und die bei mir. Und du, Toni, spielst auch nur noch eine Rolle. Und zwar bei mir. Hast es dir endlich überlegt, Silvi? Ja, Toni. Ach, so ist recht, da wird man gar nicht gefragt. Ein Preuß in meiner Familie, das habe ich nicht verdient. Mausi, Schwanzeli! Sag mal, hast du mir jetzt was zu sagen? Nein, ich habe überhaupt keine Zeit, ich muss wieder weiter. Führt euch beieinander. Erich, hast mir wirklich nichts zum Sagen? Nein, ich schreibe das dann, per Einschreiben. Führt euch beieinander. Erich, bleib da! Also, wenn die glaubt, dass er es nimmt, dann schaut sie eines Tages genauso blöd aus der Wäsche als wie ich. So, und jetzt probiere ich mein zart himmelblaues Dirndl an. Mein, da wird schon. Das verjüngert mich um Jahrzehnte, ja? Moment einmal, Tante Leni. Was denn? Jetzt übernimm nämlich ich die Sache, ja? Was? Als erstes werde ich meine Rolle niederlegen, die soll der Steffel spielen. Hm? Und dafür übernehme ich die Regie. Was? Ja, und die Rollen werde ich jetzt altersgerecht verteilen. Und du, Papa, du spielst das alte Vaterl und die Tante Leni das alte Mutterl. Oh, ja. Mein zart himmelsblaues Dirndl! Moment mal, nein, ich spiele den Jungen. Ja, das habe ich nicht verdient. Ja, wo sind wir denn? Wer bin ich denn? Auf alle Fälle kein jugendlicher Liebhaber, sondern ein knierwacher Wildschütz. Oh. Ah, das könnt ihr mir doch nicht antun, jetzt kann ich den Satz. Gehst nicht auf wie auf dem Fels, du wild gewordener Jäger, du! Ach, Fräulein Uschi, Sie ahnen ja gar nicht, wie faszinierend es ist, in der griechischen Mythologie die Wege unserer modernen Gesellschaft zu entdecken. Wollen Sie auf dem Weg der Entdeckung mein Begleiter sein? Wissen Sie, Herr Lehrer, ich habe leider ein kleines Kind und das geht. Ach, das stört mich doch überhaupt gar nicht. Wenn ich Ihnen doch sage, Entschuldigung, die griechische Mythologie ist... Ich glaub's ja ja gern, Herr Holdendold, aber ich bin ehrlich froh, wenn mein Seppi mal richtig Deutsch lernt. Was grinsen heute? Wieder ein Leona? Wenn ich doch bemerken dürfte, dass für die Entwicklung eines so jungen Kindes eine gebildete Mutter äußerst wichtig ist. 2 Mark macht's, Herr Lehrer. Wie bitte? Ja, die Leona. Ja, aber ich wollte doch keine Leona. Ach so. Ich dachte da eher an Leberkäse. Dann kommen Sie einfach mit Ihrem reizenden Knaben und dem Leberkäse bei mir heute vorbei. Was ist denn der Kleine so in der Regel? Mit Sicherheit noch kein Leberkäse. Er trinkt immer nur sein Flascherl. Flascherl? Ja. Ach, wie süß. Ach, dann trinken wir alle zusammen den Leberkäse aus dem Flascherl. Wann darf ich Sie denn erwarten? Gar nicht, sind's mir nicht besser, aber das wird nichts mit der griechischen Mythologie. Nicht? Mm-mm. Ja, dann bleiben Sie ja ungebildet. Armes Kind, welch triste Zukunft erwartet dich.
Fräulein Uschi, ich muss Ihnen sagen, Sie werden es noch einmal bitter bereuen, ungebildet zu sterben. Ah. Und wenn ich jetzt meinen Leberkäse haben dürfte, ja, bitte? Freilich. Bitte schön. Trick 17 funktioniert auch nicht. Ich habe einfach kein Glück bei den Frauen. Wirklich? So netter ist der Lehrer. Aber nicht für mich und mein Seppal. Grüß Gott, Uschi. Bitte geben Sie mir geschwinde von Hackfleisch. Nicht, dass ihr an eurer Nachbarin an die Birnstingel hilla. Ja, haben Sie denn so Angst vor ihr? Na, heut schon. Wissen Sie, jetzt hat sie ja wieder jede Menge Gesprächsstoff wegen meinem Kirchenchor. Da lasst kein gutes Haar an mir. Aber was kann ich denn dafür, dass die alle so hoffnungslos unmusikalisch sind? Und ich hab mich so gefreut auf den Chor. Ach, das wär's schon noch. Nicht gleich beim ersten Versuch aufgehen. Wissen Sie schon die Katastrophe vom letzten Sonntag? Ich weiß auch nicht, was mit unserem Pfarrer da los war. Sagt der doch am Ende von der Predigt statt Amen, Pfeil grad Prost. Ist das nicht furchtbar? Ach, das ist doch nicht schlimm, eher lustig. Lustig? Ja. Und dann die wunderbare Fischvermehrung, die Bergpredigt. Redet er doch allerweil vom Berghotel? Ich hab gemeint, die muss in Erdboden versinken. Dankeschön, Uschi. Für gut. Nicht, dass ich an die da drüben hinlauf. Ich glaube, die da drüben hat gerade Hausarrest. Was? Ja, das freut mich aber. Mei, heute bin ich wieder sehr bess, gell? Mei, bin halt auch bloß ein schwaches, sündhaftes Weib. Für gut. Murterl, kannst nicht flängen. Es zirkt mich heute hinauf in die steile Wand, wo's ganzerl wort. Nimmermehr kannst mich da halten. Aufi muss ich, aufi. Also, ich habe ja schon viel Schmarrn gehört, aber das übertrifft alles. Da hast recht, Uschi. Aber mei, der Opa will's so. Und bei uns wird immer das gemacht, was der Opa will. Manchmal. Du, schaust mich schon an bei dem Drama, ha? Ich spiele einen festen Wilderer. In zweiter Besetzung. Den Burm kannst du auch mitbringen. Ah, ich weiß nicht recht. In die rauchige Gaststuben? Du, den stellen wir dabei in Küchen aus. Und immer, wenn ich keinen Auftritt hab, dann pass ich auf. Ach, das ist aber lieb von dir, Steffel. Hast vielleicht geglaubt, ich kann mit so einem kleinen Scheißerl nicht umgehen? Das mach ich doch mit links. Ach so. Du, Uschi, was ich sagen wollte, Mir macht es für überhaupt nichts aus, dass der Bub keinen Vater hat. Ich meine, das war jetzt blöd. Natürlich hat der Bub einen Vater. Ich meine, ich glaube, du verstehst mich schon. Ja, ja. Aber was ich gar nicht verstehe, das ist doch für dich vollkommen uninteressant. Ja, ich wollte es ja nur beiläufig so nebenbei erwähnen. Aha. Du, aber ein lieber, drolliger Kerl ist ja schon der Seppi. Und angelacht hat er mich auch schon. An den könnte ich mich direkt gewöhnen. Ja, was soll jetzt das? Na, ich will von keinem Mannsbild mehr was wissen. Ich hab die Nasen voll. Ah, ja, 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 da, schau her. Ja. Schade, gell, Frau Birnstingi. Aber ins Fitnessstudio kommen wir schon noch, oder? Ja, mein, ich weiß jetzt gar nicht, gell. Bei mir ist mit der Zeit momentan ein bisschen knapp und ganz im Vertrauen gesagt. Irgendwo ist mir das nicht so recht da drin, das Blädi umeinander hupfert's da, gell. Das ist ein bisschen unter meinem Niveau. Ja, 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 ja. Aber Fräulein Uschi, ja, Sie könnten doch in das Studio gehen. Ja, wenn Sie in der Zeit auf mein Seppi aufpassen, danke gern. Freilich, gell, Sie haben ja ein lediges Kind. Ist schon blöd, wenn man keinen Vater dazu hat, hä? Mei, gell, aber ich sag Ihnen, auf den Heimatabend, da freu ich mich ja schon narrisch. Ja, wirklich. Und ich darf ja so gern mitmachen, aber ich hab leider keine Zeit momentan. Ja, ist es schuld, das... Oh. Okay, Nome, aha. Aber, Lenzeli, warum bist denn du gar nicht auf dem Feld? Weil ich so viel Zeit lang gehabt habe nach meinen lieben Weibelein. So. Und wo find ich sie? Nirgends, wo ich doch so viel Zeit lang gehabt hab nach ihr, ja? Was mit dir? Zack, zack! Oh. Oh. Nichts für ungut, aber man sein muss, muss sein. Oh. Oh. Also, ich bin bestimmt nicht boshaft, aber so hab ich schon seit Jahren nichts mehr gefreut wie das. Uschi. Wie gefällt dir denn beim Stange? Gut, Tante Betty. Es ist zwar manchmal schon ein bisschen arg chaotisch, aber ich darf halt auch mein Seppi mitbringen. Und das ist mir das Wichtigste. Ja. Ja, grüß Gott, Frau Wagner. Grüß Gott, Frau Stange. Also, das muss ich schon sagen. Mit ihrer Nichte, da sind wir sehr zufrieden. Ja. Obwohl sie ja eigentlich von der Wurst keine Ahnung gehabt hat, gell? Aber sie macht sie recht gut. Mei, das freut mich, Frau Stange. Ja. Frau Stange, nächste Woche ist doch der Heimatabend, gell? Ja. Eine gute Idee. Ich freue mich schon drauf. Oh, ich mir.
sind sie bloß statt. Und dann nur dazu der Blödsinn, der halbe mein Mann im Kopf umgeht. Das kommt gar nicht in Frage. Wenn ich schon das alte Mutterl spielen muss, dann ziehe ich das himmelblauen Dirndl an. Also da lache ja wirklich die Kühe. Jetzt frage ich dich, schaut so ein altes Mutterl aus, eingewickelt wie ein zart himmelblaues Gurgelpapier. Also das ist ja eine Gemeinheit, gell? Das Dirndl ist ab 498 Markus. Ja, und? Ja, und das verjüngert mich ja kolossal. Jetzt komm, geh weiter, seid sittlich und mein Staat schämt euch gar nicht, ha? Also, sie hat mir da die Rollen weggenommen. Wenn man mich ein kleines bisschen schminkt und das Licht ein bisschen gedämpft ist, also dann kann ich ja noch locker eine jugendliche Liebhaberin spielen. Nein, nein, also ich spiel die junge Fefi, gell? Nein, ich spiel's! Aber jetzt hab ich den Lösen voll, hört's einmal auf! Hör mit dem Gewand! Und das ist Feferl! Die spiel jetzt ich! Herr Pfarrer, was soll man denn mit jener jetzt bloß machen? Ha? Aber ich bitte Sie, lieber Bürgermeister, in diesen tristen Zeiten muss man ganz einfach für etwas Humor sorgen. Die Leute haben doch sowieso nichts zu lachen. Ja, das schon. Aber ein Gotteshaus dient ja nicht zur allgemeinen Volksbelustigung. Aber bitte schön, Sie sind der Herr Pfarrer, nicht ich. Na, da sei uns Gott davor. Ja. Was ist, gehen Sie gleich mit rein? Nein, ich möchte noch etwas von der lauen Lindenluft schnuppern. Ja, dann schnuppern Sie mal schön. Bis später. Das ist ein Schlitzohr. Dem trau ich nicht über den Weg. Ist ja ein Mordsbetrieb hier heute. Hochwürden? Ja. Hochwürden, ich bin außer mir über den sittlichen Verfall in dieser Gemeinde. Mein Rad wurde mir entwendet. Einfach weg. Ihr Fahrrad, das habe ich? Aber wieso? Sie haben doch Ihr eigenes Fahrrad. Ja, aber leider ohne Luft. Und da mir die Pumpe abhanden gekommen ist, sage ich aber Ihre Luftpumpe hat doch ich. Ich hatte Sie aber davon unterrichtet, dass ich dieselbe im Beichtstuhl deponiere. Wusste ich doch, dass Sie heute Nachmittag da die Beichte abhalten. Jetzt weiß ich auch, was mir so einen stechenden Schmerz in meinem verlängerten Rücken verursacht hat. Mein lieber Hansbruder, ja. Ich habe in aller Ehrfurcht, aber nichtsdestotrotz ein ernstes Wort mit Ihnen zu reden. Ja. So, ein Bier, die Herren Geistlichkeiten. Ein Wasser, bitte. Um Gottes Willen, nicht für mich, Herr Norden. Ein Bier, bitte, Toni. Wie immer, Herr Pfarrer. Ich brauche ja wohl nicht eigens zu betonen, dass es sich um die letzte skandalöse Sonntagspredigt handelt. Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Tja, was hab ich mir eigentlich dabei gedacht? Sie wird's mir sicher gleich sagen. Ja, das werde ich. Es geht nicht an, mit unseren geheiligten Bibelworten Scherze zu treiben. Unsere Gemeindekinder glauben am Ende wirklich noch, dass es sich hierbei um Zitate aus der Bibel handelt. Ich bin, gelinde gesagt, entsetzt. Gott opferte seinen Sohn doch nicht irgendwelchen Eingeborenen. Gott opferte ganz ohne Zweifel seinen eingeborenen Sohn. Ja, da war ich wohl etwas zerstreut. Etwas. Und dann handelt es sich auch nicht um irgendeinen warmherzigen Bernhardiner, sondern eindeutig um den barmherzigen Samariter. Ja, ja. Danke, Toni. Danke. Mein lieber Bruder, Sie sollten sich nicht so aufregen. Trotz Ihrer Jugend kann ein gewaltsamer Andrang des Blutes zum Gehirn nicht ganz ohne Folgen sein. Prost. Ja, das kommt ja noch dazu. Prost statt des Amens. Oh, Herrin, welche Gegend hast du mich hier verbannt? Also, da wir gerade so nett plaudern, Sie sollten darauf achten, dass unsere gute Frieda die Verwirrung ihrer Gefühle in eine gewisse Richtung wieder in den Griff bekommt. Also, Hochwürden, der Herr ist mein Zeuge, dass ich mir keinerlei, aber auch nicht der geringsten Verfehlung bewusst bin, die eine solche Sinnesverwirrung bei der armen Frieda hätte auslösen können. Naja, wir werden ihr Kind schon schaukeln. Hochwürden! Oh ja, das war in diesem Fall eine etwas schlechte Bemerkung. Ja, leider nicht die einzige. Sie erlauben, dass ich mich nunmehr mit meinem Fahrrad wieder entferne. Ja, ja, ich erlaube. Moment, wie soll ich denn nach Hause kommen? Zu Fuß, Hochwürden. Einfach und geradeaus immer zu Fuß. Zu Fuß, Hochwürden. Der Junge ist fürwitzig. Der wird langsam obstinat. Die Wege des Herrn sind lang. Besonders zu Fuß. Ich sag's euch, meine Gurte leidet seit einer Woche an akuter Appetitlosigkeit. Da machst du einen Fehler, mein lieber Sohn. Herr Pfarrer, grüß Gott. Grüß dich Gott. Du musst nicht beten, Jesus, meine Kuh frisst nicht. Sondern Jesus, meine Zuversicht.
Ich hab nichts dagegen, wenn ich da drüber später lache, gell? Ja, jetzt darf ich nämlich daheim auch wieder lachen. Ja. Hab immer schon gelacht. Ja. Nur bin ich dazu in den Keller gegangen. Ja. Ich hab was benannt. Was? Ja. Servus. Lorenz, deine Frau Gemahlin schaut schon den ganzen Nachmittag doch so sehnsüchtig zum Fenstern aus. Jetzt tut's mir gleich direkt leid. Grüßt sich heute, halt, ich hab nichts dagegen. So. Also, Männer, passt mal auf. Ja. Ich möchte jetzt das Projekt der Flurbereinigung ganz schnell vorantreiben. Ja. Und dazu ist es wichtig, dass wir nicht länger nur so ein unbedeutender Punkt auf der Landkarte sind. Mhm. Nein, nein, die da oben sollen ruhig wissen, dass es bei uns auch rührige, intelligente und durchsetzungswillige Kommunalpolitiker gibt. Jawohl. Das war jetzt eine lange und schöne Rede. Ja. Politik fängt im Kleinen an, aber auch in Bonn und später in Berlin werden fähige Köpfe gebraucht. Jawohl. Aha, Berlin. Und da denkst du an dich. Das sagt der eiskalt. Da steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte. Gell? Du, Papa, ja? Kannst mir du draußen mal helfen? Ja, Moment, Moment, Moment. Der redet was viel von Berlin. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass ich Bürgermeister werde. Hm? Du? Ja. Bist ja nicht einmal im Gemeinderat. Geht ja gar nicht. Du liegst aber falsch, mein Lieber. Es sind nämlich auch Direktwahlen möglich. Du kannst also direkt nach Berlin fahren. Ja. Wir besuchen wir dich dann in Berlin, gell? Ja. Auch wenn wir dich blutenden Herzens ziehen lassen. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, man wird unter erwachsene Leute, da weiß man unter geistig degenerierte Geschäftelhuber. Ja, mir seht ihr so schnell nimmer da, gell? Ja, wir werden's da kraften. Ja, dir wird's nachher auch noch vergehen, ja. Ich weiß nicht, warum ihr den Armen immer so ärgert. Ja, weil er sich immer so aufregt und streitet mit ihrem so schön. Kauf dir eine halbe, du hast das verdient. Hey, 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 was ist da los? Hey, hey, hey. Hey, oh, oh. Ja, ja, ja. Ja, was ist denn da los? Der Herr sei uns gnädig, eine Gänseinvasion. Ja, Mama, du schickst einfach gar nichts zurück. Jetzt, wenn mir einer sagt, was das werden soll, dann weiß ich, was das ist. Mein Gott, war das Pfundiger. Habt ihr das gesehen, wie hoch ich mein Bein geschmissen habe? Also auch nicht her als wie ich. Und ich hab's gleichzeitig hochgebracht. Toni, Toni, wir haben einen Durst, bring was zum Trinken. Also, meine Damen, ihr habt euch großartig gehalten. Ich muss ja zugeben, es war eine Mordsgaudi. Aber jetzt gehen mir die Knochen weh. Wenn wir das Programm jetzt 6 Wochen durchhalten, werden wir wieder jung und elastisch. Was schaut's denn jetzt alle so geistlos drei, hä? Alter, du kannst dein Brotlohn auch wieder zumachen. Toni! Toni! Ja, ist irgendwas passiert? Ja, ein Sekt für uns, ja. Aber für dich doch nicht, gell? Was? Sekt? Ich glaube, ich tritt ein Pferd. Heute? Erzählen mir sofort, was hier gefeiert wird. Stangeloper, ich erkläre es Ihnen gerne. Ja. Wir Damen gründen den Club der Golden Girls von Oberdorf. Einen Champagner! Jetzt bin ich auch da, ich hab bloß mein Taschen. Ja, mein Alter. Wieso bist denn du da und nicht im Haus, wo ich dir verboten hab, selbiges zu verlassen, hä? Ralli? Das putzt du weit, dass mich von dir einsperren lass, oder was? Jetzt streitet nicht schon wieder. Der Abend war doch so lustig. Der wäre gerne viel lustiger werden. Auf, Marsch, ab, heim! Nix, da bleibe ich. Kapiert? Weibelein. Bitte? Wenn du unbedingt recht haben willst, dann. Dann? Gehen wir jetzt dann gleich miteinander heim. Oh. Ja? Lorenz Birnstengel, ich bin von dir bitter enttäuscht. Was sagen Sie, Herr Pfarrer? Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht heiraten muss.